Nach Problemen an einer Staudammbaustelle in Kolumbien haben die Behörden fast 5000 Anwohner aus dem Gefahrengebiet gebracht. Experten befürchten schwere Überschwemmungen, nachdem starke Regenfälle und hoher Wasserstand im Fluss Cauca zu Problemen am Ituango-Staudamm geführt haben. Das Bauwerk ist der größte Damm in Kolumbien und soll nach Fertigstellung etwa 17% des Strombedarfs in dem südamerikanischen Land decken.